Die Manifestation von negativen Gedanken existiert tatsächlich. Der Gedanke ist materiell und stellt eine Informationswelle dar. Seine Information ist auf einer bestimmten Frequenz kodiert, welche von unserem materiellen Gehirn, genauer gesagt von seinen vertieften Strukturen, aufgenommen wird. Und wenn der Mensch etwas Negatives in deine Richtung denkt, dann nimmt dein Gehirn natürlich alles auf der unterbewussten Ebene auf. Bei der Dekodierung fängt das Gehirn an, diese negative Situation in dir zu modellieren, welche dann als unbewusster Befehl ins Leben umgesetzt wird. Das ist eben diese Verwünschung, die in Form einer Krankheit oder etwas Ähnlichem auftritt. Das geschieht einerseits. Aber andererseits, wenn ein Individuum um sich herum ein Wellenfeld mit bestimmten Frequenzcharakteristiken, kurz gesagt die Aura der Liebe, erzeugt, dann schafft es die negative Information nach allen Physikgesetzen nicht, das Kraftfeld durchzudringen oder gar bis zum Gehirn durchzukommen und sich da in Form eines Befehls zu manifestieren, weil dieses Kraftfeld deutlich stärker ist.